Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um Powerriegeln. Ich habe ein Projekt morgen vor. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen möchte. Vielleicht so mitten im Video. Bleibt dran, vielleicht sage ich euch das. Weil ich dann 24 Stunden unterwegs bin. Ich nehme euch jetzt mit, wie man so einen Powerriegel machen kann für, ja, eigentlich für Sportler, die sich viel bewegen. Ich erzähle euch dann, was für Sachen ich beim Riegel reinpacke und was für eine Wirkung die auf unser Körper haben. Let's do it. Okay. Das hier sind die Zutaten. Einmal Haferflocken, Kakaonips, Mohn, Sesam, Salz, Mandel. Dann habe ich hier Honig, Kokosöl, dann Guarana, Maca und sehr speziell heute Bienenpollen. Okay, ich spüre schon die Kraft davon. So, jetzt geht es um die Wirkungen von den ganzen Sachen hier. Oder ein paar Sachen. Haarflocken müssen wir jetzt nicht nehmen. Okay, läuft. Okay, es läuft schon, habe ich gehört. So, leistungssteigernd. Brauche ich, was ich vorhabe, weil es wird heftig. Ist Maca leistungssteigend und kognitive Leistung brauche ich, wenn man wird mental dann wahrscheinlich erschöpft sein. Und das hilft dann dafür. Zaubertisch. Und heute hole ich Decklein-Tisch. Guarana hilft für Ausdauerleistung, dass man das länger durchhält. Deswegen ist das hier drin. Nochmal der Teller, entschuldige. Hier, Bienenpollen, die helfen für das Immunsystem zu stärken und ich werde auf jeden Fall sehr, sehr müde werden und sehr erschöpft und da ist man wahrscheinlich anfälliger, einfach vielleicht auch krank zu werden. Deswegen Immunsystem stärken, Vitamin D, Vitamin B, Vitamin C. Vitamin C ist ja auch ein Wachmacher. Perfekt. So, und jetzt kommt Kakao, Nips und Mohn. Die habe ich eigentlich nur da reingepackt, weil hier ist auch ganz viel genannt Magnesium drin, weil ich werde auf jeden Fall Muskelkater bekommen und Krämpfe und deswegen Magnesium hilft dagegen. Jetzt mischen wir alles rein und dann kneten wir alles zusammen, pressen das alles schön auf so eine schöne Platte, lassen das eine Stunde im Kühlschrank, dann holen wir es raus und schauen mal, was passiert. Für die Leute, die jetzt sich fragen, hey, wieso zeigt der nicht die anderen Zutaten? Die sind jetzt nebensächlich für mich. Let's do it. Dann erstmal das schöne Zeug hier rein. Opa. Die geben mir auf jeden Fall viel Power. Mohn. Perfekt. Mandeln. Sesam. So. Schön. Eine Prise Salz. Seht ihr das? Das geht gar nicht mehr. Okay. Kakaonips. Dann Haferflocken. So, dann kommt der Honig, oh yeah. Ich muss aufpassen, dass Winnie Pooh nicht kommt und mir den Honig klaut. Ich weiß, es ist nicht lustig. Egal. Der Honig ist halt dafür, dass alles schön zusammenklebt, weil ich habe keinen Bock. Es gibt Riegeln, die kannst du dann im Ofen packen. Aber ich finde das schade, weil dann verbrennst du diese ganzen schönen Vitamine raus. Und das will ich ja nicht. Deswegen versuche ich ein Rezept zu machen, wo man keinen Ofen benötigt. Kokosöl. Ne? Und jetzt kommt das Kneten. Die Zutaten werde ich auf jeden Fall in der Beschreibung reinpacken. Ich habe mir einen Mixer geholt und jetzt wird gemixt. So. Oh, ich sehe schon ein Blech dort. Dankeschön. So, einmal rauf. Das hier weg. Guck das mal an, wie schön das aussieht. Ja, alles voll mit Samen. Auf jeden Fall ein richtiger Power Klotz. So, jetzt mal wird das hier schön runtergedrückt. So gut wie es geht. Klar, so dünn wie eine Pizza ist blöd, ne? Das ist, glaube ich, ein zu dünner Riegel. So ist, glaube ich, schon fast perfekt. Ich mache es mir noch mal ein bisschen dünner. Weil zu dünn ist, glaube ich, auch nicht gut, weil dann brechen die dann einfach durch. Ich glaube, so reicht das. Ich packe das jetzt im Kühlschrank für so eine Stunde. Für euch geht es jetzt in einer Sekunde weiter. Und ich muss jetzt mal eine Stunde warten. Und da bin ich schon wieder fertig. Eine Stunde rum. Das ist also daraus geworden. Okay, jetzt schneiden wir das erstmal an. Ne? Wie viele Stücke mache ich denn? Schneide erstmal durch die Mitte. Ich glaube, das macht Sinn. Boah, ich glaube, wenn ich das mitnehme unterwegs, für 24 Stunden, ich glaube, das schmilzt mir in der Tasche. Weil es ist ja eigentlich nur für den Kühlschrank gemacht. Egal. Boah.
Das ist doch... Ja, die Riegeln kommen, habe ich doch gerade gesagt. Ja, die hat Hunger schon. Ich muss das schon schnell vorbereiten. Ja, die Riegeln sind noch nicht fertig. Ich habe gesagt, warte noch. Ich muss das noch vorbereiten. So. Boah, schau das mal an. Oh, das ist aber ein Klotz. Okay, ist zu kalt, man riecht gerade nichts. Ich glaube, ich kann das jetzt so runterrattern, oder? Ist das zu lang für eine Riegel? Das ist zu lang für eine Riegel. So, Nummer 2. Und Nummer 5. Nummer 4. Meinte ich doch. So. Ich höre schon, wie die Kamerafrau lachen. So. Ja, ein Riegel für dich. Danke. Ein Riegel für dich, Minerva. Okay. Cat approved. Dann packen wir die ein. Für die lange Tour. Die riechen eigentlich schon sehr gut. Aber ihr möchtet jetzt schon sehen, ob ich das auch esse, ne? So eine kleine Probe. Schmeckt eher nach Honig. Man schmeckt gar nicht so. Zum Glück dieses Guarana, weil der ist sehr bitter. Vom Honig ist es sehr schön überdeckt. Man schmeckt die Bienenpollen. Die Haferflocken machen es nicht trocken. Das finde ich eigentlich auch sehr schön. Man schmeckt die Kakaobohnen. Hm? Und wie findest du das? Ja, es ist zu viel Kokosöl. Ja? Sonst ist es ganz gut. Zu viel Kokosöl. Gar kein Bock. Ein kurzer Fazit, die sind nicht lecker. So, ja, das hört sich jetzt blöd an, allerdings so, hä? Ich guck das Video hier 5 Minuten und du sagst mir, es ist nicht lecker? Nein, ich habe nicht auf den Geschmack geachtet. Klar, das schmeckt nach süß, es schmeckt sehr nussig, aber es ist nicht so herzhaft, ne? Die sind halt nicht dafür da. Die sind nur dafür da, mir Kraft zu geben für schwere Zeiten. So. Schön, dass ihr das Video zu Ende angeguckt habt. Ja, ich hoffe, dass es euch gefreut hat. Ich hoffe, dass ihr das mal nachmacht. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das findet. Vielleicht, keine Ahnung, erzählt, wie ihr das findet einfach. Ich lese eh alle Kommentare. Schreibt da auch vieles auch wieder zurück. Ja, das war's beim Video. Schön, dass ihr, habe ich schon gesagt. Ich habe nichts mehr zu sagen. Mua. Tschüssi! Guarana nehme ich eigentlich für die Ausdauer, weil das steigert die Ausdauer und... Ja, ihr wisst ja, ich will was... Ihr wisst ja, ich hab... Sorry! Und so, jetzt ist mir das eingefallen.